Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein neues Spiel für euch am Start. Das nennt sich Nimrods Guncraft Survivor und ist wieder eine kostenlose Gratis-Demo. Das bedeutet, wenn ihr Bock auf das Game habt, könnt ihr euch das natürlich völlig kostenlos auf Steam einmal runterladen und selber ausprobieren. Ich packe euch den Link in meine Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir quatschen einfach gar nicht lange, sondern gehen direkt mal ins Gameplay rein. Denn wir starten in diesem Spiel auf einer kleinen Overworld. Also nicht direkt einfach im Run, sondern wir können hier noch ein paar Sachen machen. Hier zum Beispiel können wir ein bisschen Zielübungen machen. Hier können wir irgendwelche Missionen auswählen, die wir abschließen können für Geldbelohnungen. Bei dem Dude hier können wir neue Waffen kaufen. Gibt also auch wieder einiges zum Freischalten. Es gibt sehr, sehr viel Zeug. Hier zum Beispiel seht ihr eine meiner Waffen, die ich an der Wand habe. Das ist die Startwaffe, die man hat. Die kann man zum Beispiel mitnehmen. Und hier gibt es noch irgendwas mit einer Drohne. Da weiß ich nicht, was man machen kann. Und hier kann man irgendwelches Zeug verkaufen. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal ins Gameplay rein. Dann kann ich euch ein bisschen zeigen, was euch hier so erwartet. Das Spiel ist ein Horde-Survival-Game. Mehr weiß ich darüber tatsächlich nicht. Hier seht ihr auch, habe ich noch sehr viele Waffen natürlich nicht freigeschaltet. Wir nehmen heute einfach mal die Shotgun. Zieldurchdringende Projektile, die deutlich weniger Schaden machen auf höchster Range. Also eine Nahkampfwaffe. Ich habe Bock. Falls euch das am Ende gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und ihr könnt auch gerne dem Kanal folgen, falls ihr in Zukunft noch ein bisschen mehr von mir sehen wollt. Jetzt aber direkt rein in das Horde Survival Geböller. Let's go. Und natürlich, wie sollte es anders sein, wir starten einen Run und alles ist eigentlich erstmal wie immer. Wir haben unsere Waffe, können damit mit Linksklick gedrückt halten, nonstop schießen. Ich muss aber selber zielen. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass es einen Auto-Aim-Modus gibt. Also man muss selber zielen, muss aber nicht selber schießen. Beziehungsweise man kann es einfach gedrückt halten. Und dann, wenn die Gegner sterben und uns XP hinterlassen, leveln wir natürlich auf. Das Aufleveln funktioniert hier aber tatsächlich ein bisschen anders, denn wenn wir aufleveln, fällt so eine fette Kapsel vom Himmel, die sogar Gegner zerquetschen kann. Das heißt, das kann man sogar taktisch einsetzen, wenn man möchte. Und wenn wir jetzt gleich an diese Kapsel reinrennen, kriegen wir Upgrades. Denn dieses Spiel ist, da ist der Name wieder Programm, es stehen die Waffen im Mittelpunkt. Ihr seht hier rechts ganz viele unserer Stats. Und dann können wir uns bei jedem Level-Up immer hier verschiedene Upgrades für unsere vorhandene Waffe auswählen. Zum Beispiel könnte ich mitnehmen, dass wir einen Granatwerfer haben, der dreimal eine Granate schießen kann. Bis wir nachladen, glaube ich. Und wir kriegen außerdem noch Leben, Nachladegeschwindigkeit und Kugelschaden. Das würde ich, glaube ich, sogar mal mitnehmen. Granatwerfer, bin ich sofort dabei. Bam! Jetzt können wir eine fette Granate werfen. Die zwischendurch Gegner wegballert. Wir müssen aber vorher nachladen, bevor wir den wieder benutzen können. Aber wir haben eh nur 3 Schuss im Magazin, also ist das nicht so schlimm. Und außerdem können wir mit Leertaste uns auch noch schneller machen. Das ist jetzt kein wirklicher Dodge. Also wir dodgen damit jetzt nicht irgendwie schnell weg, sondern wir laufen einfach schneller. Und dann holen wir uns mal Magazingröße und Movement Speed. Ich nehme mal Magazingröße und Movement Speed mit. Das klingt gar nicht so schlecht. Und wir holen uns direkt das nächste Upgrade. Crit-Chance und mehr Sichtweite. Bullet Speed und Move Speed oder Fire Rate und Ausweichen. Das klingt sehr, sehr geil. Gucken, wie schnell wir jetzt schießen. Ja, schon ein bisschen schneller. Und das Spiel ist wohl so, man muss sich auch ein bisschen auf der Map bewegen. Also es gibt auch verschiedene Sachen auf der Map, die man freischalten kann. Ihr seht das hier unten links, da habe ich gerade so einen blauen Indikator. Da sollen wir hinrennen und da gibt es dann irgendwas, was wir bekommen. Ich habe keine Ahnung was. Ob wir irgendwie Items bekommen oder irgendwie Charaktere freischalten. Kein Plan, irgendeine Challenge. Oh, es kommt hier aber schon ganz schön viel an. Machen wir mal... Oh mein Gott. Das Dumme ist, man kann, glaube ich, hier nicht durchrennen. Nee, man kann hier nicht durchrennen. Das heißt, ich musste da jetzt gerade ein bisschen in die Gegner rennen und wir müssen auch mal ein bisschen XP sammeln. Ich muss weiter leveln.
Und wir holen uns Bullet Damage, Fire Rate, aber weniger Reload Speed. Das gefällt mir tatsächlich gar nicht so gut. Fire Rate und weniger Reload Speed. Weniger Schaden, aber dafür schießen wir die doppelte Menge an Kugeln und die werden in so einem Helix-Pattern geschossen. Das ist natürlich ziemlich geil. Yo! Okay, das gefällt mir schon mal. Das sieht sehr, sehr nice aus. Ich bewege mich jetzt einfach mal zu dem Pfeil. Ich habe, wie gesagt, Abzug. What the? Was zum Teufel ist das denn? Okay, unseren Verteidigungsturm, den wir wohl zerstören müssen. Ich schmeiße einfach mal ein paar Granaten rein und unsere Waffe ist jetzt natürlich viel, viel effektiver geworden. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Nachladegeschwindigkeit bekommen, können wir damit, glaube ich, ganz gut die Menge unter Kontrolle halten. Ich weiß auch nicht, ob ich meine Granaten einfach immer auf Cooldown rausballern soll. Also einfach immer die Granaten raushauen. Ey, der macht 20 Schaden. Okay, okay, ich muss echt aufpassen. Das Spiel ist gar nicht so einfach. Oh, shit. Man kann, glaube ich, die Dinger hier zerstören. Da kriegt man dann manchmal Heilung raus. Das ist definitiv was, was wir brauchen können. Ich schmeiß mal ein paar Granaten. Aber dieser Speedboost, der wird später, habe ich das Gefühl, schon essentiell, dass man den sinnvoll einsetzt. Wir holen uns mal ein weiteres Upgrade. Crit-Chance. Bullet Speed, Movement Speed, Enemy Spawn Rate. Ah. Mehr Gegner spawnen. Ich würde sagen, Crit und Vision ist nicht schlecht. Ich weiß nicht genau, was Vision Range macht, ob wir dann einfach eine größere Map haben, ob die Kamera ein bisschen rauszoomt, so wie bei Greedland. Da kenne ich das her, aber ansonsten weiß ich gar nicht, was wir da so verändern. Oh mein Gott, sind das schon viele Gegner. Ich will echt gerne diesen Verteidigungsturm da zerstören, aber ich komme da gar nicht hin. Oh, wir haben ihn. Nice. Der gibt uns jetzt hoffentlich irgendwas Fettes. XP Gain. Bullet Size klingt tatsächlich nicht schlecht. Oder Knockback. Ich würde sagen mal Bullet Size, weil unsere Kugeln eh schon so durch alles durchfliegen. Gefühlt. Oh, wir sammeln alle XP auf der Map ein. Das ist natürlich ziemlich sexy. Movement Recharge Rate. Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Ich glaube, das ist für unsere Fähigkeit. Oh mein Gott, wenn wir einen Gegner töten, kriegen wir 0,01% Schaden und das hält für den ganzen Run. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wer seid ihr denn jetzt? Oh shit, okay, also hier kommen direkt richtig fette Gegner. Ich dachte, das wird irgendwie ein Bossgegner. Mehr, 8% mehr Bullet Count. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das gemeint ist hier, Bullet Count. Die Gesamtnummer an Kugeln, die aus den Gegnern oder die aus unserer Waffe rausgeschossen wird, da nehmen wir einfach mal Bullet Count mit und ein bisschen Lebensregeneration. Ich finde das System ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also, dass man sich wirklich jetzt hier nur Upgrades für die Waffe holt, die aber dann auch eben wieder Upgrades für deinen Charakter sind, finde ich vom Design her eigentlich ganz cool. Und dass sich die Waffe mit der Zeit auch immer mehr verändert. Wir haben jetzt vorne so ein Barrel drauf. Wir haben Granatwerfer unten am Lauf. Das finde ich echt cool. Und das sind unsere ersten Elite-Gegner. Das Spiel geizt auf jeden Fall nicht mit Gegnern. So sollte es aber natürlich auch sein. Mir gefällt der Style des Games auch relativ gut, muss ich sagen. Musik hat mich auch abgeholt. Also die Musik ist jetzt nicht besonders krass, aber die ist so nett im Hintergrund, wabert so ein bisschen vor sich hin. Gefällt mir auch ganz gut. Weiß gar nicht, was diese Münzen sind, die wir die ganze Zeit einsammeln. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Ich brauche einmal ein bisschen... What? Okay, wir sind eingekesselt. Bullet Damage, mehr Leben, das kann ich jetzt gebrauchen. Einmal raus hier. Ich denke mal, die Elite-Gegner droppen uns eine Kiste. Hä? Komm schon. Okay, sie spalten... Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Okay, die spalten sich in irgendwelche kleinen Kackgegner auf, die auf mich draufrennen. Die Maps sind ganz schön groß. Ich weiß nicht, ob man hier überall was entdecken kann. Ich laufe mal weiter zu dem Pfeil, glaube ich, gleich auch, wenn ich hier noch ein bisschen, XP eingesammelt habe. Ich habe auch keine Ahnung, was dieser blaue Trank macht. Blaue Tränke würde ich jetzt erstmal mit Mana in Verbindung bringen, aber okay, diese kleinen Viecher sind richtig ekelhaft.
Wir haben einen Levelaufstieg, der gedroppt ist. Das Problem ist natürlich, wenn die Levelaufstiege droppen, muss man da auch erstmal hinkommen. Oh ja, das nehmen wir mit. Es kann sein, wenn es später voller wird, dass man echt Probleme hat, da hinzukommen. Ich nehme nochmal Bullet Count mit und vor allen Dingen das Wichtigste, dass wir noch mehr Leben regenerieren, denn Leben sind gerade ein bisschen Mangelware bei mir. Also da kriege ich schon mal gut aufs Maul. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt alles? Fire Rate und Ausweichen, Reload Speed und Healing Bonus. Das finde ich sehr, sehr geil. Unser Reload Speed ist nämlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig und hier kommt ein klein bisschen zu viel Zeug. Natürlich, je mehr Gegner wir jetzt killen, desto mehr Schaden machen wir dann auch einfach von Natur aus. 1,4 Bullet Damage, also 40% mehr Schaden für unsere Kugeln. Und unsere Kugeln können Gegner einfrieren. Hier würden wir Reload Speed, Rüstung und Schaden bekommen, aber Move Speed verlieren. Mehr XP, mehr Leben und mehr Armor. Oh, das klingt alles eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, Gegner einfrieren, slowt die Gegner. Gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, ob das auf Schaden macht, aber Hauptsache die Gegner slowen. Das sollte uns eigentlich gut helfen bei der Menge an Gegnern. Was zum Teufel sind diese blauen Tränke? Ich habe keine Ahnung. Oh, wir würden eine Menge Feuerrate verlieren, aber überschüssiger Schaden penetriert Gegner. Jetzt kommen langsam doch schon ein paar bessere Upgrades. Tech-Modul. Verlieren ein bisschen Feuerrate, bekommen aber Penetration und wenn wir Gegner treffen, kriegen wir einen Tech-Stack. Weiß ich nicht genau, was das macht. Ich habe keine Ahnung, was Tech-Stack ist. Wenn man Links-Shift drückt, sehe ich auch, dann kriegt man... Oh. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber man kann mit Links-Shift hier sich noch mehr Informationen holen, aber keine Ahnung, was das bedeutet. Ich glaube, wir nehmen einfach mal... das hier. Wir kriegen mehr XP, wir kriegen mehr Leben und wir kriegen mehr Rüstung. Ich glaube, das können wir gebrauchen. Vor allen Dingen mehr XP. Oh, da hinten ist ein Medipack. So Leute, ich laufe jetzt unbedingt mal zu diesem Pfeil. Das will ich die ganze Zeit schon machen, aber ich bin... Lass mich die ganze Zeit ablenken. 20 Meter müssen wir noch. Da kriegen wir bestimmt was freigeschaltet oder müssen irgendeine Challenge machen oder so. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir überleben müssen oder ob das ein Endlos-Modus ist praktisch. Also ob man so lange überlebt, bis man stirbt und dann schaltet man neue Sachen frei und dann kann man wieder rein. Oder ob es eine Endzeit gibt. Die Zeit läuft auf jeden Fall hoch und nicht runter. Das bedeutet erstmal für mich, es gibt kein Limit. Wir... Oh, Reload Speed. Das will ich eigentlich... Reload Speed will ich eigentlich direkt haben. Bisschen Feuerrate könnten wir jetzt gebrauchen. Unser Reload Speed ist jetzt geil. Jetzt noch ein bisschen Feuerrate und ich glaube, dann gehen wir steil. So, was haben wir hier? Oh, da müssen wir in dem Kreis drin bleiben. Und wenn wir hier in dem Kreis drin bleiben, sammeln wir das ein und am Ende bekommen wir was. Interessant. Mag ich an sich das Konzept, aber ist natürlich auch gar nicht so einfach. Wir kriegen... Den SMG-Waffen-Blueprint haben wir freigeschaltet. Also, wir haben eine neue Waffe freigeschaltet, die wir jetzt wahrscheinlich kaufen können bei dem Händler. Bullet Speed, mehr Penetration oder schnellere Recharge Rate, dass wir unsere Fähigkeit öfter benutzen können zum Rumrennen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Moment, wo ist der Pfeil hin? War das der Pfeil gerade, die Kiste? Okay, ich glaube, die Kiste war der Pfeil und oh mein Gott, jetzt wird es hier langsam ein bisschen voll. Okay. Wir bräuchten vielleicht doch noch ein bisschen mehr Schaden, aber jetzt der Granatwerfer, der scheppert da ordentlich rein. Der räumt da richtig auf, wenn ich die ganzen... Oh mein Gott, wer ist er denn? Das sieht nach einem Boss aus. Das sieht nach... einem richtig dicken Boss aus. Mit fetter Lebensleiste. Habe ich dir mit dem Level-Up gerade den Boss auch Schaden gemacht? Das sieht ja richtig krass aus. Q.
Kugelschaden, Nachladegeschwindigkeit, Granatenschaden, Granatenbereich und mehr Granaten. Und XP, die wir durch Explosionen droppen, die wird direkt aufgesaugt. Das nehmen wir sofort mit. Das heißt, wenn wir Gegner jetzt mit unserem Granatwerfer töten, kriegen wir die XP sofort. Oder wie? Wie verstehe ich das? Oh mein Gott. Hilfe. Also das Spiel macht keine halben Sachen, würde ich sagen. Wir bräuchten vielleicht mal dringend was zum Heilen. Mehr Leben ist jetzt nichts zum Heilen. Knockback. Ich nehme Knockback mit und mehr Crit-Schaden. Oh mein Gott, die machen 10 Schaden. Ich bin tot. Wir haben 1900 Feinde besiegt. Ja, die Shotgun war ganz geil, muss ich sagen. Und die können wir jetzt auch hier an die Wand packen. Und ich glaube, wir können dann mit dieser Shotgun auch, so wie sie ist, wieder in einen Run reingehen. Aber wir haben jetzt ja zum Beispiel hier Missionen freigeschaltet. Die können wir erstmal abschließen. Kriegen wir Geld für. Das gefällt mir mal ganz gut. Und dann können wir bei ihm uns die Assault Rifle zum Beispiel mal kaufen. Und ich würde sagen, dann probieren wir es mit der Assault Rifle einfach nochmal. Und gehen nochmal in den Run rein und schauen mal, was so geht. Diesmal haben wir wieder auf der Map was. Yo, die Assault Rifle hat richtig Bock. Ist auf jeden Fall ein Game, bei dem ich sagen würde, es ist jetzt nicht so einfach. Man hat sehr limitiertes Movement. Man muss ja auch nachladen, was ja auch immer Zeit kostet. Also definitiv kein Game, bei dem ich sagen würde, das ist jetzt mega easy reinzukommen. Penetration wäre nicht schlecht. Feuerrate und Ausweichen nehme ich wieder mit. Ausweichen ist wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. Ich glaube aber auch für euch, gehe ich einmal kurz hier rein und mache den Screenshake aus, weil das mir persönlich ein bisschen zu viel ist. Und ich glaube auch für euch fürs Zusehen ist es ein bisschen angenehmer, wenn der Bildschirm nicht die ganze Zeit komplett steil geht. Deswegen nehme ich das, glaube ich, einfach mal raus. Mehr Schaden, mehr Leben und wir kriegen einen Flammenwerfer. Hm. Mehr Schaden, mehr Attack Speed und mehr Nachladegeschwindigkeit. Oh, das ist auch verlockend. Aber ich würde sagen, Flammenwerfer, let's go. Hans, get the Flammenwerfer, let's... Also ja, geht so. Der Flammenwerfer lädt sich einfach passiv die ganze Zeit auf und dann können wir den wieder abfeuern. Aber ich muss jetzt sagen, ist jetzt nicht so krass, finde ich. Könnte krasser sein. Bullet Speed. Reload Speed nehmen wir auf jeden Fall mit. Und mehr Healing. Ich habe ja schon gemerkt, Healing ist so eine Sache. Kann man nicht genug von haben anscheinend in dem Game. Deswegen werde ich wahrscheinlich gucken, dass wir ein bisschen mehr Healing diesen Run mitnehmen, dass ich ein bisschen lerne aus dem ersten Run. Was ich aber gerne haben würde, ist irgendwas, das mehr Projektile schießt. Reload Speed, Fire Rate, 10 Leben. Dein Partner bekommt all diese Bonusse. Kann man das Spiel im Multiplayer spielen? Habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber wir haben auf jeden Fall aktuell keinen Partner. Mehr Leben und mehr Lebensregeneration. Ha. Wenn Gegner leben, droppen sie 40% ihrer XP nach 5 Sekunden, wenn man sie nicht tötet. Aber sie droppen immer noch ihre volle XP. Das nehmen wir mal mit. Das heißt, manche Gegner, die länger leben, droppen die ganze Zeit XP. Wenn ich das richtig verstehe. Und wenn wir die dann töten, kriegen wir noch mehr XP. Also kriegen wir damit sehr, sehr viel XP. Das ist, denke ich, was man immer mitnehmen kann. Mehr XP ist immer gut. Ich glaube, diese Münzen, die Gegner droppen, ist einfach nur Geld für die Meta-Progression. Das macht jetzt nichts im Run. Kann ich zumindest nicht erkennen, dass das uns irgendeinen Vorteil bringt. Ich glaube, das ist einfach Geld. Und je nachdem, ob die Münze Bronze, Golden oder Silber ist, kriegen wir eben unterschiedlich viel Geld. Special Power? Ah, weiß ich nicht. Penetration. Ich würde nochmal Nachladegeschwindigkeit mitnehmen.
Das Spiel ist natürlich auch auf Deutsch, aber manche Sachen sind halt einfach noch auf Englisch, ist ein bisschen durcheinander. Manchmal ist es auf Englisch, manchmal auf Deutsch. Aber immerhin ein bisschen auf Deutsch. Die wichtigsten Sachen, würde ich sagen, sind auf Deutsch. Also für alle, die da ein bisschen Probleme haben, kann man es auf jeden Fall, denke ich, ganz gut spielen, wenn man nicht so gut Englisch kann. Weil ja doch der ein oder andere öfter mal unter meinen Vorstellungsvideos schreibt, ah, ich würde es gerne spielen, aber leider ist es nur auf Englisch. Das Game hier gibt es zum Glück auf, sagen wir, 80% Deutsch aktuell. In der Demo ist es immerhin 80% Deutsch. Ich muss dran denken, den Flammenwerfer ein bisschen öfter einzusetzen, dass wir mit dem auch gut Gegner wegflambieren. Ich hätte jetzt echt gerne irgendwas, was mehr Projektile schießt. Special Power, Bullet Damage. Ah, ich nehme nochmal Nachladegeschwindigkeit mit. Ist ein bisschen Overkill. Ich würde sagen, nicht nochmal, sonst haben wir einfach zu viel Nachladegeschwindigkeit und keinen Schaden. Aber die anderen Sachen holen mich einfach nicht ab. Ich glaube, Special Power bezieht sich auf unseren Flammenwerfer. Der ist halt einfach nicht so geil, muss ich ehrlich zugeben. Und die anderen Sachen, die wir sonst so kriegen, da sind auch nicht so interessant. Ich will jetzt entweder mehr Projektile oder ein bisschen Penetration oder so. Weil das wird natürlich gleich auch schon sehr unangenehm hier, nämlich jetzt. Wir können jetzt aber schon fast nonstop durchballern. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Jetzt ist die Frage halt nur noch, wie komme ich an Schaden? Ich brauche jetzt mal ein ordentliches Level-Up, komm schon. Schaden, das ist gut. Mehr Flammenschaden. Mehr Schaden, mehr Feuerrate und wir verlieren ein bisschen Reload-Speed. 32% Crit, weniger Feuerrate, mehr Schaden. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das hier mit. Mehr Schaden, mehr Leben und mehr Flammenwerfer-Action. Ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann von den Upgrades, die wir da gekriegt haben. Aber ist jetzt auch nicht so ultra krass. Aber natürlich mit einer Waffe, die so schnell schießt, da macht so ein bisschen Schaden schon einen Unterschied. Sollte man nicht unterschätzen. Oh nein, jetzt kommen schon die Augen. Ich glaube, die Tränke sind auch XP. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, die blauen Tränke sind auch XP, weil die machen einfach gar nichts. Also jedes Mal, wenn ich einen blauen Trank einsammle, kann ich nicht erkennen, dass mir das irgendwas bringt. Ah, jetzt kommen diese Würmer. Die fand ich persönlich sogar am ekelhaftesten eben, weil diese ganzen kleinen Würmer gespawnt haben, die mich komplett zerstört haben. Crit-Chance, Magazingröße, ja, Fire Rate, wir nehmen Fire Rate mit. Wir haben schon so viel Nachladen. Fire Rate lohnt sich da extrem für uns. Also ihr seht auch schon jetzt in meiner zweiten Runde, ich schalte hier jetzt schon die ganze Zeit irgendwelches Zeug verheben, haben wir neue Waffen freigeschaltet, jetzt schon wieder irgendwas freigeschaltet. So sollte das natürlich auch sein, aber ich glaube, Meta-Progression technisch gibt es tatsächlich nur neue Waffen. Ich habe jetzt keine Stats gesehen, die man sich kaufen kann. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass man sich irgendwie mehr Leben kaufen kann oder, keine Ahnung, mehr Rüstung, mehr Schaden oder so. Sondern wirklich nur Waffen und es geht auch, glaube ich, primär wirklich darum, sich einfach richtig geile Waffen hochzuzüchten, die dann zu saven an diesem Wandschrank und die dann immer wieder mitzunehmen. Also ich hätte zum Beispiel mit der Shotgun, die wir jetzt uns zusammengebaut haben, wieder in den Run reingehen können und dann hätten wir, glaube ich, mit der Shotgun gestartet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so funktioniert das ein bisschen. Wo ist mein Level-Up? Das holen wir uns auf jeden Fall mit. Nochmal Feuerrate und Ausweichen. Penetration wäre auch gut, aber Feuerrate. Wir haben so viel Nachladen. Yo, jetzt haben wir Maschinengewehr am Start. Es läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich finde es besser als die Shotgun, muss ich sagen. Einziges Problem ist, ich habe wirklich nicht wirklich... Also ich habe fast keine Heilung am Start.
Und ich weiß auch nicht so genau, wie ich meine Fähigkeit am besten einsetze, ob ich die einfach immer zwischendurch einsetze, wenn ich schnell über die Map laufen will, oder ob ich die aufheben sollte, bis wir in einer brenzligen Situation sind, weil man damit natürlich nur rumrennt und nicht irgendwie ausweicht. Heilung? Oh ja, nice, Magnet. Okay, das ist richtig. Das ist wichtig. Wir haben so viel Zeug hier rumliegen. Fire Rate, Leben und Rüstung. Wenn wir von einem Gegner berührt werden, machen wir eine Schockwelle oder lassen wir eine Schockwelle frei. Mehr Schaden, mehr Feuerrate, mehr Reload Speed. Ich würde das hier nehmen. Das heißt, wenn Gegner an uns rankommen und uns berühren, kriegen die alle schön Schaden. Noch mehr Reload Speed. Ich nehme noch mehr Reload Speed. Das ist vielleicht ein bisschen Overkill, muss ich zugeben. Wir können jetzt wirklich schon nonstop durchballern. Aber gerade für diese kleinen Gegner ist das sehr geil. Wenn die jetzt auf mich draufkommen, machen wir eine richtig schöne Elektro-Action und die werden einfach alle direkt getroffen. Oh mein Gott, also ich muss sagen, das Aufleveln zu benutzen ist richtig overpowered. Bullet Size. Ich nehme mal Bullet Size mit. Kryo-Magazin wieder. Oh, wenn wir Gegner treffen, splitten sich unsere Kugeln auf. Das brauchen wir. Ja, nice. Sehr schön. So will ich das sehen. Gefällt mir viel, viel besser als die Shotgun, muss ich zugeben. Aber so Schnellfeuerwaffen sind auch, finde ich, öfter einfacher als so Shotgun-Arten in dieser Art von Spiel. Weil man einfach bei so schnell schießenden Waffen immer sehr gut auf Bullet Spread gehen kann. Noch mehr Fire Rate, noch mehr Ausweichen. Ich würde noch mehr Fire Rate sagen. Auch definitiv gut für uns, da wir eben nonstop schießen können. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob es irgendwas gibt, was wir halt machen können, wenn wir eine bestimmte Anzahl von Upgrades erreicht haben. Ob es irgendwelche Super-Upgrades gibt, das... keine Ahnung. Und ihr müsst auch immer bedenken, das hier ist natürlich logischerweise nur eine Demo, wie bereits am Anfang gesagt. Das heißt, das kann sein, dass das fertige Spiel oder die Early Access Version natürlich noch ein bisschen anders funktioniert. Im Grunde werden wir aktuell ja einfach nur auf eine Map geworfen und killen hier Gegner. Es gibt noch nicht so wirklich was. Ich denke, später wird es da doch schon deutlich mehr geben, weil diese Demos sind ja meistens immer nur zum Gameplay zeigen. Immer ganz geil, dann könnt ihr sehen, ey, wie funktioniert das Spiel. Und wer vielleicht wishlistet es dann der ein oder andere, das ist ja der Sinn von diesen Demos logischerweise. Der dann sagt, ey, das hätte vielleicht Potenzial für 5 Euro oder was weiß ich, wie teuer das wieder wird. Ich muss aber sagen, dass es mir sehr gut gefällt. Es spielt sich auch sehr smooth. Ist auch so eine Sache, die mir immer besonders wichtig ist. Bei so Demos kann es halt auch einfach sein, oh mein Gott, wer ist er denn? Das ist jemand anders als eben. Der eben war nicht so komisch. Der war nicht so... dunkel, der war, glaube ich, eher blau. Mehr Kugelgröße, würde ich sagen, und mehr Sammelreichweite ist nicht schlecht. Es kommt ja auch gerade ganz schön viel auf einmal. Der hält auch ganz schön was aus. Verbrennen den mal und machen uns mal ein bisschen schneller. Komm schon, irgendwas mit Damage. Das ist Split Bullet. Also wenn sich unsere Kugeln aufsplitten, machen die mehr Schaden. Das ist gar nicht so schlecht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, ja, definitiv. Dass unsere gesplitteten Kugeln mehr Schaden machen, das sollte uns definitiv in jeder Hinsicht helfen. Ich frage mich, was passiert, wenn wir den töten? Ich verbrenne den mal ein bisschen. Der Flammenwerfer ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Für diese großen Gegner. Ich muss aber auch sagen, dass mir in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel coole Demos vorgeschlagen werden. Also auch wenn ihr weitere Ideen habt oder weitere Games habt, die ich mir mal anschauen soll. Ihr wisst ja, wenn es aus dem Horde-Survival-Genre ist, dann schaue ich da eigentlich immer mal rein, wenn ich das Game gut finde. Und dann könnt ihr mir das auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr da noch Vorschläge habt. Oder ihr könnt natürlich auch auf meinem Discord vorbeischauen und mir das da in die Spielevorschläge schreiben. Da habe ich es immer ein bisschen präsenter. Ist die Gefahr, dass ich es vergesse, ein bisschen geringer. Deswegen, wer da auf Nummer sicher gehen will, kann mir das auch gerne da reinstellen.
Und ich freue mich natürlich immer darüber, weil es gibt so viele Games. Und wenn halt irgendjemand eine coole Idee hat, dann immer gerne her damit. Oh mein Gott, es wird einfach immer voller hier. Wir nehmen das mal mit. Wenn wir das töten, kriegen wir einen XP-Einsauger. Was ist da gerade passiert? Ich bin irgendwie rumgeworfen worden. Bullet Count, mehr Lebensregeneration. Ah, nehmen wir mit. Und was kriegen wir hier? Nochmal Bullet Count. Ich würde sagen, wir erhöhen den Bullet Count. Dann schießen wir, glaube ich, manchmal zwei Kugeln. Oder wie muss ich das verstehen? Ich bin mir nicht sicher, wie ich das zu verstehen habe. Weil wenn wir Bullet Count von 1,16 haben. Fire Rate und Bullet Damage. Wenn wir schießen, sind wir schneller. Das finde ich sehr, sehr gut. Movement Speed ist wichtig in dem Game. Oh mein Gott, was habe ich jetzt für ein Monster hier? Wie schnell wir schießen. Holy shit. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, das Game. Ich kann mir vorstellen, für 5 Euro später könnte das ganz geil werden. Es scheint aber auch so, dass es einfach wirklich weitergeht, dass immer mehr Gegner einfach kommen, bis man stirbt. Ich habe bis jetzt nicht das Gefühl, dass gleich Sense ist. Solange ich nicht draufgehe. Noch mehr Bullet Size, Bullet Speed. Ich würde sagen, noch mehr Bullet Size, dann haben wir noch mehr Eskalation. Das sieht schon ziemlich gut aus, finde ich. Wenn wir jetzt noch was hätten, dass unsere Kugeln explodieren können, dann hätten wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Bild. Aber es wird doch langsam echt voll hier. Was natürlich auch sein kann, dass man theoretisch in der Demo so weit spielen kann, wie man möchte, aber dass das Spiel dann irgendwann töten will. Das habe ich auch schon in Demos gehabt. Aber bis jetzt wirkt es so, als könnte man noch ganz gut zocken. Oh, okay. Ja, langsam wird es eng. Langsam habe ich ein bisschen Probleme. Heilung. Oh, wichtig. Noch ein Level-Up ist hier irgendwo. Wir nehmen das ganze Geld mit. XP, Leben und Armor. Bullet Damage ist nicht mehr reduziert, wenn wir Gegner in der Ferne treffen. Das finde ich nicht so wichtig, aber das nehme ich mal mit. Da kriegen wir nämlich noch mehr Fire Rate. Und Vision macht, dass unsere Kamera rauszoomt tatsächlich. Hat man vielleicht nicht so gut gesehen, aber wir haben gerade 8% Vision mitgenommen und die Kamera ist ein bisschen rausgezoomt. Also es ist wie gesagt eine Mechanik, die kenne ich nur aus Greedland. Ansonsten hatte ich eigentlich noch kein Horde Survival Game, wo das so eine Mechanik war, die relevant war. Oder die es überhaupt existiert hat. Oh shit, oh shit. Bullet Speed? Mehr Gegner weiß ich nicht. Ich würde sagen, mehr Crit Chance vielleicht. Weil wir so schnell schießen, aber es sieht nicht so gut aus. Es wird langsam echt verdammt voll. Das Problem ist auch, wir haben praktisch keine Heilung. Mehr Bullets. Ich nehme mehr Bullets und ein bisschen Heilung. Und wir versuchen hier diesen Turm zu zerstören. Oh, wir machen guten Schaden aber an dem. Dann kriegen wir nämlich die ganze XP. Ich bin aber auch fast tot, blöderweise. Wenn wir Schaden nehmen, kriegen wir 60 Lebensregeneration pro Sekunde. Oh, ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn wir einen Gegner schocken mit dieser Welle, dann springen noch Blitze auf andere Gegner über. Reload Speed, Bullet Speed, Move Speed. Ah, ich weiß nicht. Ich nehme einfach mal das Herz mit. Das Problem ist, wir können nicht mehr getroffen werden. Dann sind wir nämlich tot. Oh mein Gott, wie viel Zeug ist denn da jetzt? Der Flammenwerfer hat auch nicht besonders viel Saft, muss ich sagen. Wenn man den nicht auflevelt, ist er echt nicht stark, aber ist natürlich logisch. Ah, wir heilen uns langsam ein bisschen wieder hoch. Okay, Elite-Gegner kriegen, glaube ich, von diesem
Item, was aus dem Himmel fällt, keinen Schaden von dieser Kapsel. Sah zumindest nicht danach aus. Und was seid ihr bitte für komische Drachenköpfe hier? Oh oh. Oh oh. Mein Schaden lässt zu wünschen übrig. Was haben wir hier? Penetration? Ich würde noch mehr Bullet Count mitnehmen und noch mehr Lebensregeneration. Wir sind jetzt ungefähr drei, oder was heißt, wir sind ungefähr, wir sind jetzt gleich 13,5 Minuten im Run. Bis jetzt ist alles noch relativ machbar, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier groß überrannt werden. Aber natürlich sind es schon deutlich mehr Gegner und die halten auch jetzt langsam echt einiges aus. Okay, da sollte ich vielleicht nicht runterlaufen. Oh mein Gott, okay, vielleicht hätte ich nichts sagen sollen. Ich hätte definitiv nichts sagen sollen. Jo, der hat einfach ein ganzes Magazin von mir ausgehalten und ist ein normaler Gegner. Jo, der hat einfach zwei Magazine von mir ausgehalten. Ich glaube, jetzt wird das Spiel mich killen. Ah, Magazingröße. Wir haben zwar sehr viel Nachladen, aber Magazingröße ist auch nicht schlecht. Ist noch gar nicht mitgenommen, Magazingröße. Wir sind tatsächlich schon wieder halb voll. Hm, das ist jetzt alles nicht so geil. Mehr XP ist nicht schlecht. Mehr Vision und... jedes bisschen Vision macht uns, gibt unserer Kugel mehr Range. Das nehmen wir mal mit. Aber so ein richtig heftiges Upgrade fehlt irgendwie gerade. So, wo wir richtig viel Schaden mitbekommen, das bräuchten wir jetzt echt. Ich weiß natürlich nicht, ob irgendwie nach 20 Minuten ein fetter Endboss kommt oder nach 30 Minuten ein fetter Endboss kommt. Keine Ahnung. Okay, vielleicht hätte ich hier nicht reinlaufen sollen. Bullet Damage? Ich nehme Bullet Damage mit. Hier reinzulaufen war vielleicht ein bisschen gierig. Langsam wird es echt unangenehm, was meinen Schaden angeht. Schaut euch mal an, wie viel die wegstecken. Die nehmen mir überhaupt keinen Schaden mehr, die Viecher. Selbst meine... Kapsel aus dem Himmel tötet die nicht mehr. Eieiei. Aber die machen mir auch nicht so viel Schaden, oder? Ah, 12 Schaden. Eieiei. Ich hole mir mal ein paar Level-Ups. Oh, was haben wir da denn jetzt? Das ist wieder, wenn wir getroffen werden, spawnen wir noch mehr Blitze. Ich würde sagen, noch mehr Reload Speed, noch mehr Bullet Speed ist nicht verkehrt. Okay, jetzt haben wir praktisch wirklich gar keine Reload Speed mehr. Also, wir schießen einfach nonstop. Noch ein bisschen Penetration. Hin und wieder sollten wir dann vielleicht mal durch den Gegner durchschießen. Kalt geschmiedete Gehäuse, mehr Schaden und mehr Leben. Ich würde aber sagen, ein bisschen mehr Crit wäre langsam auch nicht verkehrt. Ich bin hier aber auch schon ziemlich oh mein Gott, ich bin hier ziemlich eingekesselt. Fire Rate und Ausweichen, komm. Oh shit, okay, ich bin hier oh mein Gott, okay, raus. Ich muss los. Das Spiel übertreibt gerade ein bisschen. Feuerrate 30% Crit. Mehr Bullet Speed und mehr Leben, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir schon 59% Crit, das sollte auf jeden Fall uns ein bisschen vom Damage helfen, aber ich habe das Gefühl, lange machen wir nicht mehr. Ich habe das Gefühl, langsam wird es ein bisschen knapp. Also die Gegner halten so unglaublich viel aus, dass es einfach immer mehr werden. What? Betty! Okay, es spawnt ein Boss. Und dessen Leben bewegen sich nicht so... Ah, wohl doch, den könnten wir sogar töten. Wieso bin ich so langsam?
Okay, der Gegner, der Boss kann mich verlangsamen. Der Boss ist einfach eine fette Biene mit einem Flammenwerfer. Oder eine Wespe oder so. Sieht aber so aus, als würde ich den eigentlich ganz gut wegmachen. Jedes Mal, wenn er mich trifft, verlangsamt er mich ein bisschen, aber ist jetzt nicht so, dass ich besonders viel Schaden kriege. Ich halte einfach jetzt den Flammenwerfer auch gedrückt, damit wir maximalen Damage machen. Und wir haben's. Nice. Oder? Moment, geht's weiter? Nee, haben's. Mission vollendet. 1,2 Millionen Schaden haben wir gemacht. Fast 1,3 Millionen Schaden haben wir gemacht. So sieht unsere Waffe aus. Sehr sexy. Und jetzt können wir diese Waffe hier an die Wand packen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Feature des Games. Die Waffen kann man dann eben wieder mitnehmen und noch weiter upgraden. Das war mein kleiner Ersteindruck zu Nimrod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Für 5 Euro oder so 6 Euro später würde ich tatsächlich nochmal reinschauen. Lasst mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wissen, wie es euch gefällt. Ladet euch die Gratis-Demo selber mal runter, probiert es aus. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es macht Spaß, spielt sich flüssig. Ist jetzt nichts, was das Rad neu erfindet, aber definitiv Potenzial zu mehr. Und ich würde sagen, bleibt gesund. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und vielleicht bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal zu einer neuen Vorstellung oder zu einem Spiel, was ich hier sowieso immer zocke, aka Rotato. Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.